Willkommen in den Produktionsstätten der Firma Schminke. Mein Name ist Dirk Schmidt, ich bin freischaffender Künstler aus Köln und zeige Ihnen heute die Herstellung einer Eye-Tempera mit Hilfe des Pigmentsortimentes der Firma Schminke. Zuallererst als Basis für die Tempera brauchen wir ein Ei. Genau gesagt brauche ich das Eigelb. Das Eigelb selbst ist eigentlich eine Emulsion von Fett in Wasser. Dazu gesellt sich der Dammerfirnis und ein Leinölfirnis. Zuallererst schlage ich das Ei auf und trenne das Eiklar vom Dotter. Das Dotter besitzt eine schützende Haut, die ich erstmal loswerden muss. Ich nehme ein zweites Ei und wiederhole den Prozess. Als Maßeinheit nehme ich nun einen Teil des Eis und füge jetzt jeweils zur Hälfte Dammerfirnis und Leinölfirnis hinzu. Beides muss in eine Flasche, damit ich es in der Flasche emulgieren kann. Zu guter Letzt kommt ein dritter Raumanteil an Wasser hinzu, einfach klares Leitungswasser. Anschließend wird die Flasche gut verschlossen und geschüttelt. Die Emulsion ist im Kühlschrank einige Tage haltbar. Man kann die Haltbarkeit noch ein wenig verlängern, indem man ein, zwei Tropfen Nelkenöl hinzugibt. Wir brauchen jetzt eigentlich nur noch unsere Emulsion und etwas Pigment. Ich benutze ultramarinblaues Pigment und teige die Farbe erstmal mit etwas Wasser an. Das Wasser nehme ich mit einer normalen Pipette auf. Und mache mit einem Mahlspachtel eine kleine Kuhle in das Pigment. Und da hinein setze ich das Wasser. Das verbindet sich relativ schnell. Bei Temperafarben ist es immer sinnvoll, das Pigment vorher mit ein bisschen Wasser anzuteigen. Es lässt sich besser emulgieren dann. Wenn der Pigmentwasserbrei die Konsistenz von Joghurt erreicht hat, dann kommt das Bindemittel dazu. Bindemittel geben wir vorsichtig hinzu und auch das wird erstmal mit dem Spachtel miteinander verbunden und ineinander gemengt. Als nächsten Schritt benutze ich den Glasläufer. Der Glasläufer ist auf der Unterseite rau, so wie die Glasplatte auch rau ist und mittels Glasläufer verreibe ich nun das Pigment auf der Glasplatte. Das, was ich hier im Kleinen mache, macht in der Fabrik natürlich die Walze im Großen. Die Temperafarbe ist nun gebrauchsfertig. Ich fülle sie um mit dem Spachtel in ein kleines Gefäß. Ich kann sie nun mit der Emulsion als Malmittel oder noch verdünnt mit Wasser auf die Leinwand bringen.
Sie sehen, so ist mit einfachen Hilfsmitteln eine der ältesten Farben, die wir in unserer Kulturgeschichte kennen, herstellbar. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Selbstausprobieren.